Und schon haben wir den fertigen Schatten. Hi, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr fragt euch sicherlich, wie sieht die denn aus? Ja, ich sehe sehr, sehr toll aus. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen konntet, und zwar habe ich den Chantal-Look nachgeschminkt. Und zwar kommt ja jetzt im November, ich werde euch die genaueren Daten nochmal hier in der Ecke zeigen. Im November kommt nämlich der neue Fuck You Goethe 3 raus. Und ja, und da habe ich mir gedacht, zu diesem Anlass könnte man doch mal den Chantal-Look nachschminken. Ja, ich habe jetzt nicht das Passende an. Normalerweise hat Chantal ja irgendwie immer eine Cappy auf. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Cappys geblieben sind. Das macht aber nichts. Ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen, dass es der Chantal-Look ist. Und ich würde sagen, ich werde nicht mehr lange um den heißen Brei reden und lasst uns anfangen mit dem Look. Viel Spaß! Wir fangen ganz einfach an mit etwas Concealer. Da decke ich jetzt erstmal meine wunderschönen Kügelchen hier ab. Hier so einen kleinen feuchten Beauty Blender und dann arbeite ich das hier schon mal ein. So, sind schon fast abgedeckt. Jetzt kommen wir zu der Foundation. Heute benutzen wir mal einmal die von Catrice, die 24 Stunden Make to Stay Make-up. Denn es ist wasserfest und wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Kino geht, dann würde ich euch die wirklich gut empfehlen, denn die hält wirklich sehr, sehr gut. Dann nehme ich einen Pumplieb, erstmal ein bisschen grob zu verteilen. Stirn. So, dann verteilen wir das Ganze. Also die kann ich euch wirklich brühendens empfehlen, wenn ihr abends ausgeht. Die hält wirklich richtig gut. Einen großen angefeuchteten Beauty Blender, der ist natürlich jetzt nicht mehr so sauber und dann arbeiten wir das ein. Ich habe hier noch so ein bisschen Rest Foundation auf meinen Handrücken, da gehe ich dann nochmal an jeder Seite nochmal mit meiner Foundation drüber. So, dann verblende ich das hier unten auch nochmal so ein bisschen mit den Hals. Denn Chantal hat das so ein bisschen, sag ich mal, natürlicher gehalten, das Make-up. Aber halt, der Rest ist sehr knallig. Klamottentechnisch, augenmäßig, lippentechnisch. Verwende ich natürlich nochmal den Concealer von Catrice. Die Liquid Camouflage High-End Coverage Concealer in der Farbe 020 Light Beige. Und damit highlighte ich so ein bisschen unterm Auge. So. Hier so ein bisschen am Nasenrücken. Hier. Hier. So. Dann nehmen wir wieder diesen kleinen Beauty Blender und dann verblenden wir das Ganze und arbeiten das in die Haut ein. Damit das Ganze nicht in die Augenringe verrutscht, baken wir heute nicht, denn ich habe so trockene Haut, da möchte ich im Moment nicht so großartig baken. Deswegen verwende ich jetzt erstmal wieder mein All About Matte Puder von Essence und gebe das unter meinen Augen. Dort gehe ich ordentlich rein und dann tupfe ich das so ein bisschen hier unter die Augen. Aber auch so ein bisschen Bronzer. So ein bisschen Bronzer möchte ich jetzt auch nicht verzichten und deswegen werden wir da jetzt so ein bisschen
nur so eine leichte Kontur ins Gesicht zaubern. Mache ich das jetzt hier einfach nur so ein bisschen. So, so ein bisschen, dass das so ein bisschen Kontur gibt. Ein leichtes Rouge werde ich auch noch auftragen, aber wirklich nur ganz, ganz minimal. Ich habe gesehen, sie hat wirklich nicht viel im Gesicht gemacht, aber so auf Rouge und möchte ich auch nicht wirklich verzichten und deswegen einfach nur so ganz minimal. Deswegen puste ich auch immer in diesen Pinsel rein, dass ich das nur so minimal eingebe. Seht ihr das? So ganz wenig. Highlighter möchte ich heute auch nicht verzichten, deswegen nehme ich jetzt heute mal von Rival de la Lune diesen hier und gebe so ein bisschen auf meine Wangen. So ein bisschen gebe ich jetzt einfach mit den Fingern auf. So. Ein bisschen hier auf meinen Nasenrücken. So. Auf meine und hier unten auch. Augenbrauen werde ich einfach nur minimal machen, denn sie hat ihre Augenbrauen nur leicht betont. Also ich nehme hier den Essence Eyebrow. Dann mische ich normalerweise diese beiden Farben. Das werde ich heute nicht machen. Ich werde heute nur die hellere Farbe benutzen. Durchkämmen nicht vergessen. Aber ich werde sie heute nicht fixieren, ich werde sie jetzt einfach so lassen, damit das so natürlich aussieht wie möglich. Selbstverständlich benutze ich auch heute für die Augen, weil die kommen jetzt nämlich an der Reihe, wieder Eyeshadow Base. Dann mache ich aber nur ganz, ganz minimal. Die Chantal hat so einen ganz, ganz knallen, ganz, ganz knalligen blauen Lidschatten drauf. Ich habe jetzt einen gefunden in der Must-Have-Palette. Und zwar ist das dieser Ton hier. Das ist die 16 Dare to Wear. Jetzt hier so einen dickeren Pinsel. Gucken, wie das wird. Ich bin nicht so der Blau-Fan, deswegen. Blau könnt ihr ruhig eskalieren, denn es ist wirklich sehr, sehr, ein sehr knalliges Blau, was sie da hat. Ich nehme nochmal einen anderen Pinsel und sprühe den so ein bisschen an, damit ich das Blau noch so ein bisschen mehr intensivieren kann. So. In der Lidfalte verblende ich das noch mal so ein bisschen mehr. So, aus Sympathie gehe ich jetzt noch mal ganz leicht mit diesem Pinsel in das Blau rein und gebe das so ganz eben unter dem Braun hier. Damit die Augen etwas größer wirken, dachte ich mir, wir nehmen hier einen weißen Kajalstift und geben den direkt auf die Wasserlinie. So wirken die Augen automatisch etwas größer und das öffnet das nochmal ganz toll mit. Selbstverständlich hat sie auch einen Lidstrich. Ich ein wenig Concentration, denn das liegt nicht so in meiner in meiner Kunst. Es ist wirklich eine Kunst, einen Eyelinerstrich zu ziehen. Ist mir gelungen. Das erste Auge ist mir gelungen. Ohne mich zu vermachen.
Meistens vermale ich mich immer. Hab's geschafft, ohne mich zu malen. Heute verwende ich einmal die Manhattan Long and Swing Mascara für die Länge und dann einmal so ein bisschen Volumen, nämlich wie immer meine Olaf's Scream Mascara. Selbstverständlich müssen wir uns noch um unsere Lippen kümmern. Die sind knallpink. Ich habe hier einen gefunden von Sheer and Shine, die Nummer 13 von Essence. Der scheint mir wirklich, wirklich knallig genug dazu zu sein. Und den werde ich jetzt auftragen und mal gucken, wie bunt ich dann aussehe. Irgendwie für Karneval passt das, aber für den Alltag nicht. So, jetzt kümmern wir uns noch um unsere Haare. Ich glätte die Haare jetzt erstmal mit euch zusammen. Denn die hat eher so glatte Haare und ich, wie ihr seht, habe ich etwas Naturwelle mit drin. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, glätten wir die Haare jetzt ein wenig. So, ich teile mir die Haare jetzt erstmal ab. So, die erste Partie klemme ich erstmal weg. Selbstverständlich habe ich Hitzeschutz vorher reingemacht. Das ist ein... Ohne Hitzeschutz geht gar nichts. So, mein Glätteisen ist schon heiß. Das hier ist von Ideenwelt. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist aus dem Rossmann, falls ihr euch fragt, woher das ist. So, ich werde sie jetzt noch mal so ein bisschen auflockern, weil so streng hat sie sie jetzt nicht. Sie hat sie glatt, aber auch nicht so platt am Kopf liegen. Deswegen lockere ich das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen auf. So, und schon haben wir den fertigen Chatterlook.
Das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Däumchen nach oben. Und selbstverständlich dürft ihr mich kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Dann weiß ich, dass euch meine Videos gefallen. Aber es ist mir nicht so wichtig. Es macht mir so viel Spaß, für euch Videos zu drehen, auch wenn wir noch nicht so viele sind. Das ist mir egal, das macht mir überhaupt nichts. Und ja, ihr dürft auch sehr gerne auf meinen Social Media Kanal nochmal vorbeischauen. Und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen. Bis bald!